Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Lektion über neuromuskuläre Erkrankungen. Und die Leute, die mich kennen, die kennen dieses Bild. Es ist ein Bild von der Kinderklinik aus, vom dritten Stockhaus, von der Kinderintensivstation aus. Das hier ist der Lugislandturm, das ist der Hochstock, Lauchenstock. Das waren mal wunderschöne Skitourenberge, als das noch so ging mit den Gelenken und so. Ganz nebenbei, ich habe keine Interessenkonflikte in dieser Sache, außer dass ich schlussendlich einfach sehr gerne unterrichte. Da muss ich nachschlagen. Nun, wo schlagen wir nach? Das ist natürlich meine persönliche Präferenz, aber ich finde das Lehrbuch von Baum und O'Flaherty, das finde ich hervorragend, alphabetisch aufgebaut, kurze, konzise Kapitel, da kann man sich wirklich sehr gut orientieren. Patienten sind oft außerordentlich fragile Kinder, die eine ganz, ganz individuelle Betreuung verlangen und als erstes müssen wir die möglichst gut kennenlernen. Nun, was ist der Grund? Das ist die Rezeptorabregulation. Damit man gesund bleibt, braucht es eine ständige Stimulation in einem normalen Umfeld. Das ist auch bei uns Menschen so. Wenn Sie durch den Tunnel fahren, durch den Arlberg oder den Gotthard, nach Kilometer 6, wenn Sie nur noch graue Wände sehen, da fühlen Sie sich schlussendlich krank. Das heißt, es braucht eine ständige Stimulation. Und genauso geht es der neuromuskulären Synapse. Nun, in der Prophylaxe vermeiden wir die Schubauslösung. Den Medikamente, wir machen eine gute Hydrierung, wir führen Glucose zu, wahrscheinlich sicher eigentlich fast alles, was wir so brauchen, Propofol, das heißt die Tiva, die Inhalationsanästhetika, eigentlich alle Relaxantien, alle Lokalanästhetika, Midazolam und die gängigen Opioide. In der Therapie, die Therapie der Myasthenie beruht schlussendlich auf drei Säulen. Die Chlorinesterase-Hemmer für die Anästhesisten, wenn man sie peros gibt, also wenn die Neurologen sie peros geben, braucht man so 10 bis 20 Mal mehr, als wir intravenös geben. Und die häufigste Myotonie, die zweithäufigste Myopathie überhaupt, ist die Dystrophia myotonica Cushman-Strelberat. Hat seine eigene Krankheit beschrieben. Diese Krankheit wird autosomal dominant, wird sie vererbt. Die Muskeldystrophie, Typ Duchenne, x-chromosomal rezessiv vererbt, ist die häufigste Myopathie überhaupt. Die Kinder kommen phänotypisch gesund auf die Welt, lernen gehen, man sieht ihnen nichts an und dann im Alter von 2 bis 6 Jahren kommen die Symptome mit der Muskel wahrscheinlich die Lösung sein. Dazu gibt es auch Literatur, schon bei verschiedenen anderen neuromuskulären Erkrankungen. Das ist ein 4 Kilogramm schwerer Säugling. Den habe ich mit CO eingeleitet, weil ich hatte keine Venen. Habe dann umgestellt auf eine Tiva mit TCI und am Schluss gab dann Zugamadex und die Relaxierung.